Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia The Forgotten Sand. Wir wollen in die Ruinen von Rackham uns da ein bisschen weiter umschauen, denn das haben wir ja in meiner letzten Folge schon gemacht, haben wir schon angefangen. Und ja, ne? Dann machen wir das doch mal hier. Hier geht's offensichtlicherweise runter. Rup. Okay, diese Statuen sehen genial aus. Da haben sie viel Liebe ins Detail gesteckt, das finde ich gut. Hätten sie beim Prinzen auch machen sollen. Doch wer sind die anderen? Die Anführer der vier Chin-Stämme. Bevor die Armee kam, war das unsere größte Stadt. Was ist hier geschehen? Als König Salomon sein Reich gründete, verbündete er sich mit den vier Chin-Stämmen. Alle zusammen erschufen wir Städte, wie sie noch nie zuvor gesehen wurden. Mein Volk, die Marit, bewegte Flüsse, baute Aquädukte. Wir ließen das Wasser fließen, belebten so die Wüste. Doch einigen von uns missfiel die Eintracht von Menschen und Djinn. Und der lauteste war Ratash. Er hasste König Salomon und schwor, sein Reich zu zerstören. Ratash verknüpfte seine Kräfte mit Wüstensand und Wind, um eine Armee zu schaffen. Es war fürchterlich. Eine Entweihung all dessen, was wir jemals geschaffen hatten. Als die Armee angriff, verbündeten sich König Salomon und die vier Stämme gegen sie. Es war ein Massaker. Die Armee wuchs noch während des Kampfes. Sie war endlos, wie die Wüste. Schließlich fanden wir einen Weg, die Armee im Siegel einzuschließen. Viele mussten sterben. Menschen wie Chin. Wenige meiner Leute überlebten die Schlacht. Die meisten von ihnen verließen die Stadt. Schworen, sich von der Armee fernzuhalten, obwohl sie verbannt waren. Und nun bin nur noch ich hier. Wieso seid ihr noch hier? Rackham dient als Wasserspeicher für die Stadt über uns. Ich schwor König Salomon, dass ich sein Wasser bewachen würde. Denn sonst ginge sein Reich zugrunde. Ich gewahrte nicht, dass ich so lange hier war. Ich sagte doch, dass die Zeit für einen Djinn anders abläuft. Erst als die Armee entfesselt war, erkannte ich, wie viel tatsächlich vergangen war. Tavia! Tavia! Na klar, es lässt mich mit dem Viech alleine. Aber die Geschichte ist sehr interessant. Das finde ich, das ist genial. Uah, schon wieder so ein Gegner im Mundgeruch hat. Warum müssen die Gegner immer alle Mundgeruch haben? Das ist schrecklich. Naja, hallo. Warum müsst ihr immer so riesig sein? Bringt euch da eh nichts. Ich laufe einfach zwischen eure Beine und mache sowas hier. Haha, nix da. Nicht hier zuschlagen wollen. Ist nicht. Ich wollte auf ihn schlagen. Okay. Habe ich ihn gerade noch so von abgehalten, dass er zuschlägt? Jetzt darf ich mich hier um alles kümmern. Ach so, rechte Maustaste, geh da hoch. Ach so, linke Maustaste was. Und? Schön erledigt. Sah auf jeden Fall sehr glanzvoll aus. Das ist eigentlich schon fast ein Upgrade wieder wert. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt da ja auch wieder. Ich hoffe, ich mache hier nicht zu schnell die Upgrades, aber ich glaube, wir hätten sie hier sowieso ziemlich schnell gerade hintereinander bekommen. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Gegner hier sind und ich, ja. Ne? Seid ihr wohl auf? Die Macht der Armee scheint meine eigene zu stören. Das habe ich bislang noch nie erlebt. Und das ist schlecht für uns. Wir sollten weitergehen, bevor Schlimmeres geschieht. Okay. Und sie baut uns einen neuen Teil der Stadt auf. Aber erst möchte ich upgraden. Ich werde auf den Wirbelschwind gehen. Oh, doppelte Energie. Durch Feinde und Gefäße erhältst du doppelt so oft Energie, Energiesphären. Aber ich glaube, da müssen alle vier Wege hoch frei sein. Oder? Ja, sieht zumindest so aus.
Ja, es ist noch nicht bunt hinterlegt, also hier so wie da. Deswegen denke ich mal, können wir das erst relativ ganz zum Schluss machen. Und ich darf mich auch wieder bewegen, danke. So, ein neuer... Hallo? Ein alter Stadt, der Teil ist, wieder da. Ein alter Stadt, der Teil... Nein. Ein Teil der Stadt ist wieder da. So, ja, jetzt verhaspel ich mit Son. Ja, falls es euch interessiert, ich spiele halt eben gerade ziemlich komplett hintereinander durch. Denn das Spiel ist genial. Ja, es ist genial. Es verdient ein bisschen Lob, aber nur ein bisschen. Denn, wie gesagt, es hat da so ein paar Kleinigkeiten dazwischen, die mir persönlich nicht so zusagen. Oh ja, geil. Na klar. Das hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass sowas passiert. So, weiterspringen. Alt-Taste. Und weiter geht's. Und besonders, wenn ihre Fähigkeiten jetzt irgendwie hier Probleme bereiten sollten, dann wird es ganz interessant werden. Wahrscheinlich in den entscheidendsten Kämpfen mal wieder. Soll ich hier weiter hoch? Jo, sollte ich. So, neuen Bereich. Na komm. Und hier an die Säule, okay. Ja, sowas habe ich doch geahnt. Nur es funktioniert nicht. Während des Springens muss ich hier die Alt-Taste drücken und irgendwie wollte er es gerade nicht so. Ja, das wäre natürlich noch besser, weil er nicht gesprungen ist. So. Ich hatte es. Das ist jetzt eh der letzte Versuch. Ja, so soll das so laufen. Oh, endlich. So, hier rüber. Rechts, links, ich weiß es nicht. Links sieht eigentlich besser aus, aber ich will nach rechts. Och, ich mach nur Blödsinn. Ich muss mich erstmal an diese Fähigkeit gewöhnen. Die ist doch etwas arg neu. Und ja, im Grado. Mal wieder langer Ladebildschirm. Deswegen kurze Unterbrechung. Und kaum lasse ich natürlich die Taste los, funktioniert das Spiel auch wieder. Irgendwie mag es Fraps nicht. Ich weiß nicht warum. Die Entwickler haben sich schon gedacht, nee. Bevor wir das geniale Spiel hier aufzeichnen lassen, ärgern wir denjenigen, der das aufnimmt, ein bisschen. Ja, sowas würde ich den Entwicklern sogar zutrauen irgendwie. Aber nur ein bisschen. Okay, ja, das war jetzt zum Üben. Ob das denn jetzt dann auch so hinhaut, wie ich mir das wünsche. So, hier hoch. Das kennen wir ja jetzt alles mittlerweile. Und weiter geht's. Weiter rüber. Weiter rüber. Und weiter rüber, habe ich gesagt. Können wir hier wieder runter. Und dann beginnt jetzt wieder der Spaß. So, dich. Machen wir. Zip. Können wir schon mal in den nächsten Bereich startklar machen. Und jetzt beginnt der Spaß. Und jetzt. Und jetzt. 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 Oh, es läuft ihm gerade. Es läuft. Herrlich. Muss ich hier runter? Muss ich ein Standbild haben? Muss ich. Okay, das sieht mir dann doch nach dem richtigen Weg aus. Das Spiel sieht es genauso, deswegen hackt es jetzt auch gerade mal wieder. Puh. Ich lerne das noch irgendwann. So. Dann gibt es doch hier hinten bestimmt. Oh, hier eine Menge Spaß. Ja. Ah, jetzt hat er sich wieder. Sehr schön. Okay, das möchte ich noch in... Oh, nein! Ich habe jetzt schon die Springtaste gedrückt. Aber er macht's. Gott sakramente nochmal. Es sind nur zwei Teile, drei Teile, die sich da hin und her bewegen. Nimm die Alt-Taste an, 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 nimm die Alt-Taste an. Lass mich raten, er hat sie nie angenommen. Natürlich nicht. Warum auch? Wie auch?
Okay, dann krieg ich's doch nicht in diese Folge. Gut, Leute, den Sarkophag und wie es weitergeht und hoffentlich hier dann wieder mal ein bisschen ruckelfreier in der nächsten Folge von Prince of Persia: The Forgotten Sands. Bis dann!